Drop this bass. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Modern Skyblock mit mir, dem Kirsch. Weiter geht's. Wir hatten ja in der vorigen Folge etwas geschafft, und zwar unser erstes Eisen herzustellen. Und ja, es ist schön. Gut, ich hatte mal in der Zwischenzeit ein bisschen was hier probiert, wie zum Beispiel die anderen Dirt-Sorten. Wir können ja gleich mal kurz hier gucken. Das Kompostzeug von Convention schießt mich ab, so nach dem Motto. Ach, FPS-Einbrüche. So, wie man sieht, hat mich jetzt schon wieder was Neues in der Hand, und zwar gab es ein neues Update. Ich habe mir das jetzt noch nicht probieren, und zwar hatte ich erstmal, na gut, doch eigentlich können wir erstmal hier ein bisschen noch weiter erweitern und dann mal gucken, was das mit dem Haus auf sich hat. Da brauchen wir erstmal ein bisschen richtig Cobblestone. Dann machen wir zwar noch schnell, wenn ich noch Holz habe. Oder besser gesagt, zwei Sticks habe. Mal noch ein Builder's Rand. Nein. Sub. Können eigentlich sogar zwei, drei mehr machen, weil die kann ja gerade noch 131 Blöcke setzen. Nicht viel. Entschuldigung. Sub. Weil das habe ich ja auch mal gemacht. Muss ich mal kurz gucken, gegen. Nein, hier. Ja, gut. Man müsste nämlich gerade überlegen, ob ich den ercraftet hatte mit hier oder ercheatet hatte. Nee, ich habe den ercraftet, weil hier drin ist ja noch so ein bestimmter, ein Komposter. Der tut allerdings auch gerne uns mal vergiften. Und da kriegt man halt nämlich den Kompost von dieser Mod und halt auch Dirt Chunk, mit dem wir uns Erde herstellen können. Da habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus. Und ja, ein bisschen Erde habe ich bekommen. Da habe ich dann immer mal wieder hier das hier drüben erweitert. Und habe halt Erde und Seeds, Weizen und Seeds drüben in die Kiste reingetan. Den Komposter, Entschuldigung. Und unsere zwei Enderlilies. Ja, die müssten wir eigentlich nochmal anpflanzen. So, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter. Wir müssen erstmal ein bisschen hier unsere Baufläche erweitern. So. Drei, fünf, jetzt gehen wir nochmal. Drei, sehr schön. Will das jetzt bloß bis da hinten hinziehen? Na komm. Ja, natürlich muss ich das mit so einem Eisen besser gehen. Da hätten wir allerdings neun. Sub. Jetzt machen wir nur eins oder zwei. Halt der Vorteil bei dem Stone, der kann halt nur 5 setzen und nicht die Höhe. Bei Diamond, da hat man immer das Problem. Bumm, klar, mit der ganzen Fläche mitgesetzt. Beziehungsweise hatte ich immer das Problem. Und ja, so, dann gucken wir mal, was das mit dem Haus auf sich hat, mit der Mod, weil die ist neu, ist ein neues Update rausgekommen. Muss man nämlich mal kurz lernen. Ach, das geht bloß hier unten zu. Ah, okay. Ich hatte nämlich jetzt gerade gedacht, hey, warum hat er jetzt nicht neuen reingezogen? Ne, es nimmt halt bloß den von oben. Ich bin mal aber so frei. Und setze mal kurz hier hinten diese Line. Damit ich nicht runterfalle. Wenn ich jetzt weiterhin so rückwärts gehe. Weil mir würde das passieren, ich würde runterfahren. Gut. Wie man sieht, es wird schon wieder Nacht. Jetzt sind die natürlich alle. Wir haben ein bisschen Holzkohle haben wir noch.
Brauchen nur noch einen Builder-Strand. Und dann brauchen wir noch ein paar Fackeln. Nicht, dass hier gleich wieder Mob-Eskalation ist. Das braucht keiner. So. Kurz einfach hier an, dann sieht man schon einiges rot. So. Gut. Ausgeleuchtet. Und das in weniger als 5 Minuten schon mal wieder so eine schöne Fläche gebaut. Und nur wegen der einen neuen Mod. Weil es steht drauf Starting House. Mal gucken. Okay. Ich stelle mal hier hin und holy cool. Okay, aber das mit der Oktos sieht nicht so schön aus. Das ist Kirchs Haus. Sogar mit einem nee, das ist anscheinend bloß mit einem Minenschacht. Aber wir haben ja eine Void World. Haha. Lederrüstung. Kann man ja mitnehmen. Okay, das ist cool. Aber die Tür gefällt mir nicht. Nicht so wirklich. Entweder war es halt bloß ein Anzeigefehler. Ne, die sieht generell so schlecht aus. Und zwar gucken wir mal bei Malissis. Na? Ed. Oh, warum hat sie. Mal die haben wir jetzt auch wieder drin. Da brauchen wir bloß Glas. Glas müssen wir eigentlich noch haben, oder? Haben wir noch Glas? Genau 3 Stück. Sehr erfreulich. Ja, man müsste wenigstens noch ein bisschen Holz rausholen. So. Aha, perfekt. Ofen haben wir auch. Und sogar noch 20 Kohle drin. Cool. Das kann weg. Okay, das ist eine schöne neue Mod. Und zwar war das die jetzt. Nein. Diese hier, die Prefab-Mod. Und zwar hatten wir jetzt gerade das bekommen, das kann man nämlich nicht craften. Und dann sieht man hier im Warenhouse, da braucht man Double Compressed Stone, also Clean Stone. Was haben wir hier denn noch Feines? Chicken Chop. Okay. Producing Farm. Ach du Weine, wir brauchen eine tonneweise Clay. Tree Farm. Double Compressed Glowstone. Holy shit. Aber okay, das sieht doch mal gut aus. Haben wir doch ein schönes Haus. Auf jeden Fall können wir uns da eine schöne Insel draus bauen. So, aber nichtsdestotrotz müsste ich mal jetzt hier ein bisschen weiter denken, planen, machen. Und zwar, ich habe mir mal kurz grob überlegt, wegen der Eisenproduktion, warum das nicht so funktioniert. Da will ich jetzt mal was ausprobieren. Erstmal brauchen wir da wieder den Glow, Lava. Jetzt will ich nämlich mal probieren, aber das auch von der Seite rein. Und ich habe mal eine, da, Adventures Pickaxe gemacht. Die kann man einfach wieder reparieren mit Cobblestone. Hier oben im Inventar. Die levelt sich langsam. Ja. Und zwar hatte ich das jetzt vor, mal hier so zu probieren. Ab hier die Lava auch das
aufnimmt. Genau da, wo ich den gerade hingestellt habe. Wenn das nämlich geht, können wir das nämlich erstmal etwas verbessert hinstellen. So. Jetzt brauchen wir bloß noch Eisenshards. Aber die kriegen wir hin. Iron Shard. Also Iron Crystal Shard, Entschuldigung. Glas, Rotten Flash und Blaze Powder. Entschuldigung. Was wir auch nochmal machen müssten, ist vielleicht noch eine zweite Mob Farm. Bezüglich Endermans, dass wir da eine Enderfalle haben, beziehungsweise auch Endermans bekommen können. Und ich denke mal, ich bin voll. Ja, Strings können weg. So, Rotten Flash, da hatte ich allerdings hier noch einiges drin. Ich habe mal hier noch ein bisschen aufgeräumt. Nein, die kam nicht dahin. Ich hab das hin, aber schön stackbar, gut zu wissen. Ein Widget brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Dann hatte ich hier oben das gute Zeug reingetan, wie Gunpowder, Rotten Flash, über zwei Stacks. Mal den Cobblestone jetzt weg. Ein Eisen hatte ich noch über, gut. Wir brauchten jetzt erstmal noch Glas. Da müssen wir ein bisschen Le Cobblestone mal kurz viel nicht. So, machen wir das mal fix. Die Folgen werden jetzt auch immer noch 15 Minuten werden. Und ich werde es jetzt auch 14 Uhr veröffentlichen. Und jetzt können wir. Na komm, da können wir noch 4 machen. Sonst wäre es ja sinnfrei. Und da kriegen wir noch Flint raus. So. Flint, das brauchen wir jetzt nicht so sehr. Ach, ich habe schon ein bisschen Holzkohle. Sehr schön. Gut, und dann, wenn es nämlich so funktioniert, müssen wir allerdings vielleicht mal noch ein bisschen absäfen, damit ich nichts reinwerfe. Zufälligerweise, wenn das nämlich klappt, kann man uns auch mit den Lava Brick ersparen. So. Juicer, Fluid Dropper. Genau, dem. Ne, der war ja hier drüben. Ach ja. Ja, ich müsste mal wieder was essen. Gerade so am See. Hunger, Hunger. So, jetzt brauchen wir noch 4 Rotten Flash. Ganz schwer zu bekommen. Und Blaze Powder, habe ich da noch irgendwo was? Nein. Und was ich auch noch mal probieren wollte, und zwar brauche ich noch mal so einen Item. Einen Dropper, Entschuldigung. Einfach nur einen Redstone. Einen Redstone hat man ja zufälligerweise bekommen. Von meiner Hexe. Sogar 3, sehr schön. Jetzt brauchen wir allerdings noch ein bisschen Cobblestone. Aber mal das nämlich so auch noch machen können. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Ich bin schon wieder fast überfällig.
So, und jetzt noch mal hier hingucken und ist es komplett? Ist nicht komplett, verdammt. Also funktioniert das leider nicht. Wenn ihr wisst, wie man das mal automatisieren könnt, schreibt es mal ruhig in die Kommentare. So, jetzt müssen wir noch eine Menge an Holz suchen, um den nämlich mittel hoch zu powern. So, Gunpowder. Entschuldigung. Was gibt's Schlimmeres, als wenn die Nase juckt? Drei Gunpowder, gut, sehr schön. So, und jetzt nochmal probieren gehen, ob das funktioniert. Drückt die Daumen. Das muss funktionieren eigentlich. Vorher den nochmal weg. Was aber anscheinend nicht funktioniert. Was ist jetzt gerade? Halt. So, aber wenn es geklappt hat, sehen wir das dann in der nächsten Folge. Ich sage jetzt mal hier, danke fürs Zuschauen, hat es gefallen, kommentiert, abonniert, liked, ansonsten halt nicht, das vollkommen Spaß. In dem Sinne, macht's gut und bis morgen oder demnächst. Tschüss.